So, hallo und herzliches Willkommen, liebe Vaultbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es ist ein Brotherhood of Steel, ein Bruderschaftsbunker, aufgetaucht. Und der befindet sich auf der Karte genau hier, rechts neben der Cobbleton Farm. Das ist eine neue Location, die hinzugefügt wurde. Wir befinden uns immer noch auf dem Public Test Server. Und hier befindet sich quasi ja ein neuer Bunker. Und Makeshift Vault nennt sich das Ganze. Und den schauen wir uns heute einmal an. Ja, man kann dort auch natürlich wieder einige Notizen finden und sich ein bisschen schlau lesen, was denn da so alles vorgefallen ist. Aber ich möchte mir mit euch die Location lediglich angucken. Ich möchte mit euch jetzt keinen direkten Story-Spoiler oder irgendwie sowas durchgehen. Ja, aber das hier ist auf jeden Fall mal ein Bunker der Bruderschaft gewesen. Oh, sehr nice, sehr interessant, was es hier so gibt. Hier ist noch eine Jukebox, da kann man Musik hören. Ah, das sieht auf jeden Fall extrem spannend aus, das Ganze hier. Sehr cool, sehr cool. Also in diesem Bunker ist auf jeden Fall nicht so krasses Zeug passiert, wie bei der Enklave, wie es ausschaut. Aber gut, ist ja auch die Bruderschaft. Oh, guck mal, hier ist ein Grab. Das ist interessant. Oh, das ist sogar ein Doppelgrab, wie das aussieht, hä? Krass. Nein, da ist zu. Meiner Head. Okay, mehr gibt es hier echt nicht. Ist der Bunker echt so klein? Verstehst du, der Enklave-Bunker? Da haben sie eine richtige Forschungseinrichtung, eine regelrechte Area 51 unten unter der Erde gebaut. Die Bruderschaft, die darf sich mit so einem kleinen popligen Loch hier zufrieden geben. Nice, okay. Gut, nee, dann war es das hier eigentlich auch schon. Ich dachte, man könnte hier ein bisschen mehr entdecken. Aber anscheinend nicht. Ja, weil ich habe die Locations nicht durchsucht vorher, sondern ich habe darauf gewartet, dass ich das mit euch gemeinsam hier quasi in der Aufnahme machen kann. Einfach, ja, warum nicht? Gut, meine lieben Freunde, das ist auf jeden Fall ein Brotherhood of Steel Bunker, der auf jeden Fall sehr interessant ist. Der ist verdammt interessant. Was da hier noch kommen wird, wissen wir nicht. Ich denke mal, dass wir da im Zuge der Bruderschaftsquest dann mal hierher kommen werden und dann halt eben dementsprechend, ja, irgendwas wird hier schon sein mit der Quest, denke ich mal. Na? Gut, das war der Brotherhood of Steel Bunker und in diesem Sinne, meine lieben Freunde, danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn, wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.